So Leute, Planänderung. Ich kann Arcania Gothic 4 nicht spielen, das liegt einfach daran, dass wenn ich starte, ich im Startbildschirm bin und es hängt sich direkt auf, es friert direkt ein. Ich finde auch keine Fehlermeldung, keine Fehlerlösung dafür. Also keine Problemlösung, nicht Fehlerlösung. Ihr wisst schon, was ich meine und deswegen, ich habe auch keinen Bock, jetzt stundenlang danach zu suchen und dachte mir, warum startest du Risen 2 nicht einfach? Vielleicht haben sie einen Patch rausgebracht, der das behoben hat, weil damals konnte ich das mit meinem Logitech G35 nicht spielen. Warum auch immer, und jetzt geht es, jetzt mache ich das, das wollte ich schon vor Monaten machen. Also, ne, los geht's. Weil ich fand den ersten Teil schon geil, auch wenn ich den noch nie zu Ende gespielt habe, weil ich mich da voll irgendwie verrannt habe in der Mission und nicht mehr wusste, wo ich weitermachen soll und so ein Gedöns. Deswegen, wir sind zwei. Immer wieder gibt es Menschen mit besonderer Macht. Mich. Von den Göttern erwählt, das Schicksal der Welt zu bestimmen. Mich. Die ersten waren die Titanenlords, ups. Gebieter über die Elemente. Mit ihrer Hilfe haben die Götter unsere Welt erschaffen. Diese Stimme. Doch als sie ihr Werk vollendet hatten, zerstritten sich die Titanenlords und es begann ein Krieg, der das Land verwüstete. Jetzt machen sie ein Land und dann streiten sie sich um alles kaputt. Als die Götter sahen, was mit der Welt geschah, wurden sie zornig und verbannten die Titanenlords in die Tiefen der Erde und des Meeres. Dort sollten sie für alle Zeiten gefangen bleiben. Eine alte Prophezeiung besagt, der Tag ihrer Befreiung sei der Beginn des Zeitalters der Zerstörung. Das wäre natürlich schlecht. Heute wissen wir, dass sie wahr ist. Oh. Wenn du so freundlich wärst und mir zeigen könntest, warum? Risen ist eh das bessere Gothic. Ist ja fast genauso, nur tausendmal besser nach der Pleite, die von Gothic 3 kam. Obwohl es eigentlich ein recht geiles Spiel ist, wenn es bugfrei gewesen wäre. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja! Oh. Caldera-Hauptquartier der Inquisition. Fuck. Die letzte Bastion der Menschen in der alten Welt. Oh, alte Welt. Alles klar. Wenn ich gerade viel Bilder pro Sekunde, so mit 30. Ah, mal. Voller Säufer. Bei allem Respekt, Leutnant. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Der eine kann, der andere nicht. Er kann, du nicht. Ist nicht so, als wenn wir viel tun könnten. Kommandant Carlos hat nach dir geschickt. Er erwartet dich auf dem Turm. Oh, so viel Alk. Sofort. Gut, dass du nicht nüchtern gesagt hast. Ja, ja. Ist ziemlich gelaunt. Ja, kann ich auch verstehen. So, ja, ich öffne nicht das Logbuch, sondern guck erstmal. Da. Logbuch auf L öffnen, alles klar, bla 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 bla. Alles klar. Erstmal alles einsacken. Rock. Geldbeutel und ein bisschen noch sonst so Hühnchen. Sieht fett aus. Kann ich es nicht auch in die linke Hand packen? Ich hätte aber gerne ein Schwert in der linken Hand. Hier geht's lang. Gerade nicht. Alles klar. Carlos. Reden wir mal mit dir. Ich hoffe, der Sound passt. Ich muss das auch noch gleich gucken. Ein Schiff kommt auf die Festung zu. Bei Unwetter? Um das Unwetter mache ich mir keine Sorgen, sondern um das, was es mit sich bringt. So nah vor der Küste.
Oh. Das erinnert mich richtig an... Es geht los. Fluch der Karibik 3. Ein Kraken. Oder der Kraken. Tja, haben die den weiten Weg wohl umsonst gemacht. Wir müssen raus und die Überlebenden retten. Nein. Ich werde heute nicht noch ein Schiff verlieren. Die Überlebenden müssen sich aus eigener Kraft ans Ufer retten. Am besten du gehst runter zum Strand und hilfst denen, die es schaffen. Alles klar, aber erstmal gucke ich, ob der Sound passt. Passt ja, kann gar nicht besser laufen eigentlich. Von den Sounddingens her. Ich muss ans Ufer. Lag. Ich muss ans Ufer, alles klar. Alles klar. Alles klar. Sowas kannst du nur bei mir geben. Das am Anfang schon. Psst, komm mal her. Largo. Das am Anfang so richtige Scheiße passiert. Was möchtest du von mir? Für ein bisschen Kohle kann ich dir richtig gute Sachen besorgen. Alles klar. Dann sag mal an. Was für Sachen kannst du als Gefangener schon besorgen? Waffen, Schnaps, was man halt so braucht. Ich kann hier gerade nicht weg. Ja. Hab zu tun, verstehst du? Ja, ich merke. Aber du kannst dir die Sachen ja selbst abholen. Wo finde ich die Sachen? Im Lagerhaus unten am Hafen findest du jede Menge Plunder. Na, die wichtigen Sachen schließen sie in Truhen ein. Ach. Aber die Sachen, die sie nicht mehr brauchen, liegen einfach so rum. Ich meine, wenn ihnen die Sachen wichtig wären, würden sie sie doch wegschließen, oder? Schon. Klingt ein... Ach ja. Klingt einleuchtend. Redet ihr von selber. Gut. Aber warte bis zum Tagesanbruch. Nachts verrammeln sie das Lager. Da kommst du nicht rein. Alles klar. Tagsüber ist das Lager zwar bewacht, aber das ist kein Problem. Ach so. Ich werde dir alles beibringen, was du wissen musst. Für ein bisschen Gold, versteht sich. Alles klar, wofür brauchen... Ja, erklärt sich. Wofür braucht ein Gefangener Gold? Bist nicht der Schlaueste, was? Was aber? Sagte der Mann hinter Gitter. Punkt für dich. Ja, sowieso. Geh noch nicht weg, ja? Mit mir spricht sonst eh kein Schwein. Ja. Und bald verfrachten sie mich nach Tagarigua. Da kann ich mich ja nur noch mit den Molukken unterhalten. Bring mir bei, wie ich mich unbemerkt bewege. Du musst in die Knie gehen und dein Gewicht vorsichtig verteilen. Es hilft, wenn du mit der Ferse zuerst auftrittst und dann langsam abrollst. Und mach nicht denselben Fehler wie ich. Lass dich nicht sehen. Sie bringen dich nach Tagarigua? Auf die Zuckerrohrplantagen. Als Sklave. Das Schiff unten im Hafen ist voller Molukken. Die bringen sie auch alle dahin. Voller was? Molukken, Mann. So nennen sie die Sklaven. Sag bloß, das hast du noch nie gehört. Ah, doch. Wofür haben sie dich eingelocht? Ich habe mich im Lagerhaus unten am Hafen umgesehen. Umgesehen? Bin ganz leise gewesen. Wollte keinen Lärm machen, um keinen zu stören, verstehst du? Der Typ, der mich gesehen hat, hat gemeint, ich wollte mich reinschleichen, um etwas zu stehlen. Ja, was hast dabei du mir dabei wollte gemacht? Ich mich... Nur umsehen, ja, schon klar. Genau! Stören links. Du kannst aufhören zu schleichen, ich habe dich gesehen. Das ist auch gut. Ja, alles klar. Spielstand. Ich möchte nur mal wissen. Ich denke hier einfach, ne? Hier am Strand, oder? Nur, wo denn jetzt genau? Muss ich jetzt hier am Strand entlang gehen? Boah, die Frau hat's aber in sich. Yo. Die kennen wir doch. Aus dem ersten Teil. Komm, schau dir auf die Schnauze, Alter. Ah!
Komm her, Sackteufel, Alter, mit deinem Hähnchen im Kopf. Jetzt glaub ja nicht, du hättest mich gerettet. Hab ich aber. Patty, warum bei allen Göttern bist du zurückgekommen? Weil ich etwas herausgefunden habe, das die Inquisition unbedingt erfahren muss. Und weil ich deine Hilfe brauche. Aha. Wobei? Das ist eine lange Geschichte. Wir müssen mit Carlos reden. Wir brauchen ein Schiff. Ein Schiff? Auf keinen Fall. Aber es gibt eine Waffe gegen den Kraken. Warum bist du dir so sicher? Mein Vater ist auf der Suche nach ihr. Stahlbart? Du hast ihn gefunden? Noch nicht. Aber ich weiß, wo er ist. Nicht so schnell. Warum sollten die Piraten sich gegen Mara stellen? Von allen Titanenlords stellt Mara ohne Zweifel die größte Bedrohung für die Inquisition dar. Ihr Kraken vernichtet unsere Schiffe. Ihre Kreaturen greifen unsere Siedlungen an. Das sollte die Piraten doch freuen. Sie hatten noch nie viel für die Inquisition übrig. Das stimmt. Aber mittlerweile gibt es Krieg unter den Piraten. Die Hälfte von ihnen hat sich mit Mara verbündet. Mein Vater ist einer der Kapitäne, die Widerstand leisten wollen. Ich habe erfahren, dass er losgesegelt ist, um den Kraken zur Strecke zu bringen. Zurzeit ist er auf Takarigua. Die Black Betty liegt bei uns im Hafen. Sobald wir klares Wetter haben, bringt sie Arbeiter und Soldaten nach Takarigua. Ihr beide könntet mit an Bord gehen. Aber das können wir morgen besprechen. Jetzt ruht euch erstmal aus. Ich muss nachdenken. Alles klar, dann denk du mal. Aufstehen. Ich sollte sie schlafen lassen. Feiner Mann. Irgendwas stört mich. Naja, Schattenqualität runter und so, aber es hat sich nicht viel verändert. Nur ein bisschen. Rührt euch! Alles klar. Genauso stelle ich mir das bei der Bundeswehr auch vor. Gewehr über! Alles klar. Die Lage ist unverändert. Solange die Armeen von Ursegur und Ismael sich im Norden noch bekriegen, sind wir hier sicher. Aber sobald einer von ihnen den Sieg erringt, wird er nach Caldera marschieren. Davon müssen wir ausgehen. Und bis dahin müssen wir hier alle verschwunden sein. Also hat der Hohe Rat endlich die Evakuierung von Caldera beschlossen? Der Hohe Rat ist unschlüssig. Er will, dass wir die neue Welt genauer untersuchen, bevor wir Caldera aufgeben. Und was gedenkt der Hohe Rat gegen die Bedrohung durch Mara zu unternehmen? Der Kraken hat uns schon zu viele Schiffe gekostet. In dieser Sache hat sich etwas Neues ergeben. Wir sind einer magischen Waffe auf der Spur, die stark genug sein könnte, den Kraken zu vernichten. Sein könnte. Einer meiner besten Männer wird sich um die Sache kümmern. Na super. Was soll ein Mann gegen diese Bestie unternehmen? Ich bin der Beste, ich habe selbst noch nicht den blassen Schimmer. Das lassen wir meine Sorge bringen. Ich bin das Strotzer nur von. Boah. Ich bin der Beste. Das ist also dein bester Mann. Ein Seufzer. Weiß der Hohe Rat davon? Ich sagte doch, es hat sich etwas Neues ergeben. Du weißt ja, wie schnell der Hohe Rat seine Entscheidungen fällt. Verstehe. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Sobald du bereit bist, gehst du zu Sebastiano aufs Schiff. Die Black Betty legt heute ab. Auf Takarigua gibt es einen Stützpunkt der Inquisition. Wenn du dort ankommst, gibst du dich als Arbeiter aus. Dann suchst du das Piratennest auf der anderen Seite der Insel. Niemand soll mich mit der Inquisition in Verbindung bringen? Auf keinen Fall solltest du dich auf die Inquisition berufen. Das gilt insbesondere für die Besatzung der Garnison auf Takarigua. Nur Sebastiano kennt da den Auftrag. Zu deiner eigenen Sicherheit sollte das auch so bleiben. Wenn die Piraten herausfinden, dass du zur Inquisition gehörst, bist du ein toter Mann. Oder sie tote Piraten. Und wenn ich bei den Piraten bin? Gewinnst du Stahlbarts Vertrauen und findest heraus, was für eine Waffe er gegen den Kraken hat. Sobald du sie in Händen hältst, kehrst du hierher zurück. Und tötest den Kraken. Ich kann unseren eigenen Leuten nicht trauen? Wir wissen nicht, in welcher Verbindung sie zu den Piraten stehen. Du solltest besser vorsichtig sein.
Alles klar. Wenn es diese Waffe wirklich gibt, müssen wir sie haben. Ich verlasse mich auf dich. Alles klar. Und denk dran. Ab jetzt bist du offiziell kein Mitglied der Inquisition mehr. Ich wurde zurückgestuft von diesem Penner. Du weißt, wie es läuft. Solange das Schiff im Hafen liegt, bleibt das Tor zu. Anweisung des Hohen Rates. Alles klar, Alter. Ich wollte ja nur gucken, wo es hier lang geht. Blöder Penner, ey. Ratte. Ratte, Alter. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Wirst schon sehen. Du hast ein gutes... Geschäft gemacht. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Du bist schon wach, Schatz? Und? Gut geschlafen? Bis mich das Gebrüll von diesem Wahnsinnigen da unten geweckt hat. Wie hast du es nur die letzten Monate hier ausgehalten? Mit Alkohol. Es gibt jede Menge Rum hier. Du klingst wie mein Vater. Ihr beide werdet euch bestimmt gut verstehen. Na super. Genau. Erzähl mir mehr über deinen Vater. Mein Vater hat mich damals auf Faranga sitzen lassen. Alles, was er mir ließ, war seine Seekarte und eine Seite seines Tagebuchs. Darauf beschreibt er die Lage seines Schatzes. Ich weiß nur noch nicht, auf welcher Insel der Schatz versteckt ist. Und genau das werde ich rausfinden. Schatz, du willst immer noch den Schatz deines Vaters stehlen? Nicht ich. Wir! Ja. Du hilfst mir, den Schatz meines Vaters zu heben. Und ich helfe dir, an deine Waffe zu kommen. Klingt fair. Abgemacht. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Hat man noch weitere Überlebende am Strand gefunden? Nein. Du warst die Einzige. Die armen Schweine. Na gut. Du hast doch bestimmt noch ein paar Sachen zu erledigen, bevor wir aufbrechen. Ich gehe schon mal runter zum Schiff. Alles klar, kleine Maus. Ja, was habe ich denn hier noch zu erledigen? Nichts eigentlich, ne? Hier ist alles... Guckt euch das mal an. Lava, das ist ja alles für den Arsch. Das ist das Einzige, was noch so in Ordnung ist. Das war mal so stolz hier. Und jetzt? Was ist es jetzt? Müll. Ich werde das in einem Part machen. Weil wenn dieser Part nicht genug so Likes und so Kommentare kriegt und sich das für mich so nicht lohnt, also wenn euch das nicht gefällt, dann mache ich das auch nicht. Eventuell. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Das ist natürlich schlecht. Ich möchte das jetzt aber aufknacken. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ich kann dir nicht helfen. Ja, das war mir irgendwie klar. Rührt euch! Was gibt's Neues? Das Schiff legt heute ab. Ich habe Befehl, den Gefangenen an Bord zu bringen. Wer ist der Gefangene? Ich denke, er ist ein Pirat. Hat wohl auf einem unserer Schiffe angeheuert und versucht, das Lagerhaus zu plündern. Jetzt geht's ab mit ihm nach Takarigua. Ich werde an Bord sein, wenn das Schiff ablegt. Du fährst nach Takarigua? Was willst du da? Ich rette euren Arsch, das ist geil. Ich rette euren Arsch. Dann mach mal, lange geht das hier nämlich nicht mehr gut. Ich wünsche dir viel Glück. Was immer du auch vorhast. Alles klar, kann ich den nicht irgendwie da wegbringen? Du hast ein gutes Geschäft Alles klar, du fix mich auch. Rührt euch! Und du? Ich versuche hier den Männern Disziplin beizubringen. Siehst du das nicht? Bring den Männern lieber bei zu kämpfen. Ausgezeichnete Idee. Stehst du mir als Trainingspartner zur Verfügung? Immer doch. Sag, wenn du bereit bist. Wie lange willst du die Männer exerzieren lassen? In einer Woche bricht Kommandant Corrientes zu einer geheimen Mission auf. Ich beabsichtige, ihm die Männer in Topform zu übergeben. Das bedeutet, exerzieren mit dem Gewehr und Fechtübungen von morgens bis abends. Und wenn es sein muss, auch noch nachts.